Hallo meine Lieben. Ja, auch heute habe ich wieder eine Geschenkidee für euch und zwar ein Badesalz, was einfach so zur Entspannung sein kann, was aber auch ein bisschen so einen Erkältungseffekt hat. Und was ihr dafür braucht, ist einmal Meersalz, Rosenblüten, Rosmarin und hier habe ich noch Salbei, und zwar habe ich hier zwei komplette Stiele aus dem Garten genommen und die Blätter mir abgezupft. Ja, und wie das Ganze jetzt noch funktioniert, ist ganz einfach, das zeige ich euch gleich. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch noch ein paar Tröpfchen Eukalyptusöl zum Beispiel mit hineintun oder ein bisschen Rosenwasser, um das Ganze vom Duft her noch ein bisschen intensiver zu machen, weil so duftet es schon sehr intensiv nach Salbei. Ja, und wie es dann weitergeht, zeige ich euch gleich. Ja, ihr Lieben, ich mache das Ganze wieder an meinem Thermomix und das mache ich auch ein bisschen, um euch die Mengenangaben ein bisschen zu zeigen. Und zwar werde ich als erstes mal die Waage anstellen und werde mal den Salbei hier einwiegen. Und das sind 20 Gramm. Und hier wird das ganz wenig sein. Mal gucken, ob die Waage da überhaupt was anzeigt. Ja, 5 Gramm von dem Rosmarin. Und bei den Rosenblättern sind es 10 Gramm. Naja, gut, er ist jetzt wieder rumgesprungen auf 5. 5 bis 10 Gramm. Da könnt ihr mal gucken. So, und dann brauchen wir ein komplettes Kilo Meersalz. Und dann gucken wir mal, das müsste ein Kilo eher sein. Oder, ja, genau, ein Kilo. So. Ist sogar ein bisschen mehr. Das ist aber gar nicht schlimm. Den Deckel und den Messbecher aufsetzen und dann stellen wir uns 20 Sekunden auf Stufe 10 ein. Und lassen das Ganze schön klein ja, pürieren sozusagen oder pulverisieren in dem Fall eher. Und damit das für euch nicht so langweilig ist, spule ich wieder ein bisschen vor. So, der Thermomix ist jetzt fertig. Und jetzt nehmen wir nur den Deckel ab. Und ihr seht schon hier, wir haben jetzt ein mehr grünes Salz, was da jetzt bei rausgekommen ist. Leider gibt es wieder keinen Geruchsfernsehen, weil es riecht wirklich fantastisch. Lecker. Und man riecht aber trotzdem auch ein bisschen von der Rose und von dem Rosmarin. Wie gesagt, ihr könnt da natürlich auch ein bisschen variabel sein mit euren Zutaten. Jetzt haben wir Folgendes, und zwar ist das Ganze, weil ich frische Zutaten genommen habe, ist das Ganze jetzt natürlich ein bisschen feucht. Und wenn wir das jetzt in Schraubgläser füllen würden, dann hätten wir vielleicht das Problem, dass uns das Ganze schimmelt. Also werde ich die Mischung jetzt auf ein Blech gleich tun. Ich tue es mal hier für euch in die Schüssel, damit ihr es mal ein bisschen besser sehen könnt. Ups. So. So, jetzt seht ihr es, glaube ich, ein bisschen schöner als im Mixtopf. Und es ist immer noch grob, also es ist nicht ganz feinkörnig, aber es ist natürlich wesentlich feiner, als es vorher war. Und wie gesagt, es riecht wirklich fantastisch. So, und was man mit diesem Salz auch machen kann, man könnte es natürlich auch als ein Gewürz verwenden. Dafür geht es auch. Oder eben als Badesalz. Und dann als Badesalz würde ich noch ein paar getrocknete größere Blätter mit in die Packung packen, damit es einfach optisch noch ein bisschen, ja, noch ein kleines Highlight hat. Vielleicht obendrauf noch ein paar lose Blätter. Getrocknete sieht auch immer ganz schön aus. Und was wir damit jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, da es ja feucht ist, wie gesagt, werde ich es auf ein Backblech packen und werde es dann im Backofen bei 50 Grad für mindestens eine Stunde trocknen lassen.
So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich das komplette Kilo auf meinem Backblech verteilt habe. Und so wandert das Ganze bei mir jetzt, wie gesagt, in den Backofen bei 50 Grad. Und was ich machen werde, ich werde zwischendurch immer mal wieder ein bisschen so in dem Salz, also nicht mit den Fingern, weil es ist ja warm, aber mit einem Löffel oder so, es ein bisschen verteilen. Und ja, dann eben warten, bis es getrocknet ist. So, nun habe ich mein Salz fertig getrocknet und ihr seht, hier sind noch einiges an Krümel drin. Die kann man sich dann eben schön glatt streichen. Und dann habe ich mir hier schon mal so ein Gläschen wieder bereitgestellt. Ja, und dann fülle ich mir da einfach ein paar Esslöffel hinein, bis das schön voll ist. Schwupp, so. Ja, zack, noch eine schöne Schleife drumrum und ja, das Ganze dann eben schön verpackt oder vielleicht noch ein Aufkleber drauf, was denn hier jetzt eigentlich drin ist. Und schon ist das nächste Mitbringsel fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.